Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Guide für Phoenix Rising. Wir sind hier im Gewölbe, die Bürde des Atlas, und hier geht es darum, mit zwei Kugeln zu hantieren. Die eine ist hier, die Holzkugel, die ihr hier gerade seht, die ich in der Hand habe. Die müsst ihr erstmal hier oben auf diese Einkerbung legen, damit sich vorne die Plattformen aktivieren. Und hier haben wir die zweite Kugel, die ist aus Metall, also eine schwere Kugel. Die muss während des ganzen Gewölbes immer wieder hier Treppen hochgeschoben werden. Und da vorne sehen wir schon die Einkerbung dafür. Und gleich aktiviert sich vorne so eine Windplattform. Da muss die Holzkugel drauf. Und weil sie eben ganz leicht ist, aus Holz, kann sie auch schweben. Das bedeutet, wir können hier hochspringen und uns die Kugel von der anderen Seite schnappen. Und dann schieben wir sie hier die Rampe hoch in die nächste Einkerbung. Und das ist immer eine Wechselwirkung. Wir müssen die Holzkugel da irgendwo reinstecken. Und dann wieder zur Metallkugel zurück, wie ihr hier wieder seht. Und ja, die muss wieder, wie eben auch, hier hochgeschoben werden. Diese Treppenpodeste, nenne ich sie mal. Und genau, hier vorne ist die Einkerbung dafür. Und ja, wie ich schon gesagt habe, man muss wieder zurück zur Holzkugel, immer im Wechsel. Und die wird hier runtergeschoben. Hier ist sie mir kurz runtergefallen, da musste ich ein bisschen schneiden. Und ja, dann rollt sie hier hoch, beziehungsweise auf die Windplattform, und wir gehen hoch und können die Kugel dann einsammeln. Dann gehen wir wieder zurück zur Metallkugel und schieben sie erneut hier die Plattform hoch. Da ist die Einkerbung und dadurch spawnt eine neue Metallkugel, weil die können wir nicht mehr wegbewegen von dort, wegen der Wand. Und die neue Kugel schieben wir einfach hier links hoch. Zurück zur Holzkugel. Die nehmen wir und schieben sie hier die Rampe runter. Da sehen wir schon die Windplattform. Ja, da oben können wir sie ziehen. Und dann muss sie hier runter. Einfach runterrollen. Aber aufpassen, dass sie nicht runterfällt. Und dann fliegt sie hier hoch. Wir fliegen auch da hoch. Dann sammeln wir die Kugel wieder ein. Und die muss da nach oben. Wieder eine Rampe hoch. Und ab ins Loch. Danach gehen wir wieder zu unserer Metallkugel, die da hinten irgendwo rumliegt. Da können wir sogar rüberfliegen, das passt. Und jetzt haben wir noch zwei Podeste, wo wir die Kugel hochschieben müssen. So Treppen, Aufzugspodeste, Plattformen. Und gleich sind wir schon mit der Metallkugel zumindest am Ziel angelangt. Also fast am Ziel. Die muss erstmal hier rein. Und jetzt gehen wir uns noch schnell eine Truhe schnappen. Dazu schnappen wir uns auch wieder die Holzkugel. Und schieben sie hier runter, damit sie hochschwebt. Sammeln sie wieder ein und schieben sie da geradeaus durch, wo wir eben mit der Metallkugel hergekommen sind. Und die gleiche Plattform wieder runter. Keine Angst, wir können sie danach wieder locker hochschieben, weil wir brauchen die auch noch. Aber erstmal für die Truhe ist diese Holzkugel sehr wichtig, weil sie muss hier rein. Dadurch öffnet sich uns der Weg. Hier können wir hochfliegen. Und da vorne habt ihr eine Truhe. Die öffnen wir natürlich. Und was drin ist, ist eine neue Ausrüstung. Dann fliegen wir zurück. Schnappen uns wieder unsere Holzkugel und gehen den gleichen Weg wieder zurück. Ist halt ein kleiner Umweg, aber wenn man die Truhe halt haben will mit den Items, dann sollte man das schon machen. So, jetzt müssen wir hier hoch. Und vorne waren zwei Einkerbungen, da können wir in eine unsere Holzkugel reinstecken. Ich habe jetzt einfach mal die hier vorne genommen. Und in die andere kommt die Metallkugel. Und dann hätten wir das Gewölbe auch beendet. Also, falls euch das Video gefallen hat, Leute, wie immer, liken und kommentieren und abonnieren und was weiß ich was alles noch. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.